Hey und herzlich willkommen zur ersten Folge von Resident Evil 7. Ich kenne das Spiel eigentlich fast gar nicht. Ich habe zwar vor 10 Jahren oder so mal Resident Evil gespielt, aber ich schätze, da hat sich viel geändert. Ich werde versuchen, bis Halloween die nächsten 7 Tage täglich ein Video davon zu bringen. Und jetzt stehen wir mal direkt rein und hoffen, das laggt nicht. Normal, die Schwierigkeit kann während des Spiels nicht geändert werden. Eine gute Balance zwischen Spannung und Erfolgserlebnissen. Einfach für den Studierenden ein leichtes Spiel wird so. Nehmen wir normal. So. Also wie gesagt, ich starte fast blind in das Game. Ich habe kaum etwas gesehen. Ich weiß nur, dass es ziemlich heftig sein soll. Hi. Ich wollte dir nur schnell Hallo und ich liebe dich sagen. Mein Oh, Lieb. gute Nachricht! Ich komme bald nach Hause! Yay! Nice. Ich setze mal an die. Ich kann es gar nicht erwarten, mit diesem Babysitter-Job fertig zu sein und wieder zu Hause bei meinem geliebten Mann zu sein. Ich vermisse dich. Oh, ich muss zurück zur Arbeit. Ich liebe dich, Ethan. Ich vermisse dich so sehr. Ich schicke dir Wieso bin ich jetzt tausend schon aufgeregt? Küsse. Tschüss, Baby. MP4. Yay. Ey, der hat fast die gleiche Webcam wie. Ja, moin. Ethan. Du hattest recht. Ich hab dich angelogen. Das war falsch, aber. Ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht, holy. Such mich nicht. Okay, netter. Oh, wir werden sie trotzdem suchen. Ist meine Frau, hey, ich muss sie suchen. Ich muss direkt in die Rolle reinspringen hier. Telefon. Hallo? Hey, hier, muss man ist mal Ethan. Kommen. Oh, hey, alles in Ordnung? Du warst auf einmal verschwunden? Ja. Ja, nein, mir geht's gut. Mir geht's gut. Es ist Mia. Sie ist nicht tot. Sie lebt. Sie ist zurück. Sie wurde gefunden. Wie? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Tja, ich weiß nicht wie. Aber sie ist zurück. Wieder zurück. Vielleicht ist es ein Scherz. Sie will, dass ich komme und sie hole. Wo ist sie? Dalvi. Dalvi, Louisiana. Mann, es sind jetzt 3 Jahre. Ich weiß. Aber was, wenn sie es ist? Ich muss rausfinden, was passiert ist. Cooles Auto. Umsehen. Ah, es geht schon los. Holy shit. Ich habe irgendwie Angst und nehme die Neuerung des Tages. Man zieht jetzt meinen Puls. Ich hoffe, euch gefällt das. Ich habe mir gedacht, bei Horrorspielen kann das schon witzig sein. So, mein Auto, hier sie lebt, es ist die Errungenschaft. So. Ich kann jetzt auf jeden Fall schon mal rumgehen. Irgendwie schaut die Grafik auf dem zweiten Bildschirm so viel anders aus. Das habe ich gerade nachgeschaut. Aber ich hoffe, die Aufnahme leckt da nicht. Fliegen. Ich bin jetzt schon viel zu aufgeregt. Oh, da ist schon direkt das Haus. Ich muss sagen, Spielhinweis, okay. Wenn ich schon so eine Zufahrt zu meinem Haus hätte, würde ich jetzt eigentlich nicht unbedingt um mich hingehen wollen. Ah. Wir müssen die Mia finden, meine Frau. Die hat anscheinend irgendeinen Urlaub gemacht oder so, habe das leider nicht ganz verstanden. Weil ich es nicht gehört habe. Aber. So. Gehen wir rein, oder? So, ist zugesperrt. Ja, dann. Warum gleitet? Sieht dann nicht gut. Ja, moin. Dann schauen wir mal da oben, ich guess. Da ist einfach mal ein PKW. Mit Boxen. Nimm ihre Gabe an. Das klingt. Ich will mich nicht schrecken. Das klingt ja gut. Aber ich bin schon viel zu nervös. Da ist wer. Holy shit. Warum scheiße ich mich an? Da geht ja nur mal an. Das ist ganz normal, oder?
Sie ist weg. Oh mein Gott. Warum spüre ich so ein Spür? Ich will doch nicht mehr. Oh mein Gott. Krähen sind immer. Oh Gott. Wieso? Was ist das überhaupt? Irgendwie erkenne ich das gar nicht. Tja, würde ich das erkennen? Da sind auch einmal Sägeblätter. Hocken. Schon gut. Ah ja. Schreiben wir auf Rot. So. Achso, Lore. Ich weiß gar nicht, was das alles für Control ist. Also fahren wir kaputte Rabe. Würde ich da springen? I guess eben nichts anderes. Oha, das ist irgendwie nicht so das Move ausgeschaut. Ist das hier Tasche? Ich schätze mal, das ist die Führerschein, oder so hat sie ausgeschaut. Aha! Tap ihn da. Wir haben jetzt da eine E-Mail. Lol. Steht denn da drauf? F. Komm und hol mich. Alles klar, 2017. Ja, schönes Foto. Der so schaut so nett aus, aber ist ja mal egal. Und wir haben einen Führerschein. Mit einer seltsamen schwarzen Substanz umzogen. Ich würde mal sagen, Schlamm, aber. Ist ja irgendwie. Steht dort. Man kann den sonst wegwerfen, okay. Tja. Ja. Das ist creepy, creepy. Ich weiß nicht, ob es wieder mehr Sex wie ihr, aber da ist ziemlich dunkel. Das ist verdammt dunkel. Wie die Helligkeit. So, ich habe jetzt den HDR-Modus ausgeschalten. Jetzt ist die Helligkeit und die Komfort ein bisschen höher, weil das kann halt sein, dass das. Also bei mir war es fast nur schwarz und die Aufnahme ist noch ein bisschen dunkler, kommt mir vor, deshalb. Ja, jetzt geht's weiter. Oh ne, da ist er komplett schwarz. Oh mein Gott. Tür geht zu. Ich wenigstens eine Taschenlampe. Hey, mir ist das schon wieder zu früh. Wieso geht die Tür zu? Auf geht's. Verdammt! Verdammt! Sind eingesperrt. Lol, das Türöffnen ist ziemlich. Ich würde sagen, ziemlich smooth. Oh mein Gott, ja, schwierig so. Mit dem Führerschein, mit meiner E-Mail werden wir das nicht schaffen. Tja. Wir haben ein Bild, was ich actually nicht erkenne. Ich habe noch keinen Schlüssel. Oh mein Gott, ich will nicht reinschauen. Mist! Mist! Okay. Ah ja. Die Küche geht einmal sauber gemacht. Ist wenigstens ein schönes Essen drinnen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich will es ja gar nicht wissen. Ey, der Kühlschrank. Oh mein Gott. Ja, gut. Gehen wir mal einfach weiter. Hey, mir ist das ein bisschen zu creepy. Ah ja. Gehen wir auf oder um? Ich will nicht da. Alles klar. Das ist so eine Spannung irgendwie.
Ich glaube, die Tür geht nicht auf. Die Tür geht auf. Jetzt noch Piano spielen, damit es noch creepier wird. Ja. Der Fernseher ist wenigstens mal. Kennt man Disketten anschauen. Da ist ein fucking. Irgendwas hat Käfig. Like. Oder gefängnismäßiges Ding. Was sind das immer für Geräusche? Der schaut. Oh mein Gott, das kann sie sein. Und der schaut auch nicht geil aus. Ja moin, das ist ja wirklich. Die Lampe ist ein. Oh heilig. War die vorher schon ein? Sollte mal her schauen. Ja. Puh, ich will nicht aufgehen. Da blinkt was. Stairs. Keine Reaktion. Tja. Die Diskette. Verfallenes Haus. Das können wir auf jeden Fall um dahin tun. Ein Speicherspiel. Jo, da können wir jetzt speichern. Okay. Lure. Steht, wie viel Prozent wir durchgespielt haben? Ich hoffe 100. Ja, moin. Schauen wir uns mal die Diskette an. Bin viel zu aufgeregt. Dabei ist noch gar nichts passiert. Wir schauen uns eine ganz normale Diskette in einem ganz normalen Haus an. Ja. Der 1. Juni. Im Haunted House. Das ist natürlich wieder gut, dass es ein Haunted House ist. Oh. Ja, moin. Was für diesen Typen hier? Mach mal halblang, Pete. Hey, hey, ich arbeite nur mit Profis. Apropos, pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Das ist 2 Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Keine Nachvertonung, ja. Ich hoffe bei mir nicht. Der neue Typ? Von oben nehme ich das nicht auf. Schon wieder? Sei nur nicht überrascht, wenn wir auswechseln müssen. Hey, das ist ja das Haus, wo ich reingegangen bin. Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren, danach filmen wir das Intro. Genau wie immer also. Nur, sag diesmal den Namen der Sendung, okay? Kein Problem. Heute bei Sewergators, ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Verzückt. Jetzt nehmen wir nämlich gerade auf, so quasi. So witzig. Ich bin der Kameramann, ich hab's gute Ausschnitte, warte. Bin mir auf dem Eis. Ich muss das mit Humor nehmen, weil sonst komme ich, sonst schreie ich mich vor den Fliegen da. Laufen wir? Okay, los geht's. Ghostbusters! Mach mal Platz da. Verschlossen. Boom. Er ist stark. Nach dir? Warum sind wir diesmal in der Hölle? Probst du auch mal? Was proben? Mieses Haus, gruselige Geräusche. Spukt es hier? Bin mir ziemlich sicher, dass es spukt, aber... Leck mich! Ich war Chefmoderator. Vertretung, Pete, nicht Chefmoderator. Was sagst du? Nichts. Okay. Worum geht's hier, André? Verlassenes Farmhaus, vermisste Familie, Verbrechen vermutet. Ich geh jetzt was trinken, ich hoffe, mir schreckt nichts dabei. Wie lange soll der Ort hier schon verlassen sein? 3 Jahre. Clancy, mach davon eine Einstellung. Gibt einen tollen Zwischenschnitt. Also, ein Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Nicht Hinterwäldler, die Bakers. Jack und Marguerite. Nochmal aufgemacht, nur diesem Ohrenkalkulator. Sie waren still, nicht rückständig. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lucas. Offenbar ein schwarzes Schaf. Keine. Ach, Mist!
Warum habe ich nur meine guten Schuhe angezogen? Ja. Oh, Scheiße. Gut, dass ich geimpft bin. Geil, sind wir Schuh gesichtet. Obwohl, so wie ein toller Hintergrund. Handschuh und das, ja. André, was meinst du? André? Hey, wo ist denn er jetzt hin? André! André! Ist, hey, wo ist er jetzt hin? Wir sind ja gerade auch ungefähr genau da gestanden. Hey, warte mal, ich schau jetzt noch, bevor du wieder nah bin. Wir geben dir nämlich Sicherheit, den hier, oder? Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Ich meine, Produzenten kommen und gehen, aber ein Kameramann wie du, Clancy, du bleibst bei mir. Ja, also Kameramann hat nicht einmal die Kamera in der Hand. So. Was war das denn? Das klingt ja gut. Hast du es gehört? Ja. Die Hand. Oh mein Gott. André! Hallo. Wo zum Teufel ist der? André, wo bist du, Mann? Ich sieg nicht. Da ist ein Kamin. Sag nicht, da geht's eine. Na. Oh mein Gott. Was zur Hölle? So, aber da jetzt ein Showdown. Soll das ein verdammter Witz sein? Als ob er das jetzt angefunden hätte, als Profi, okay, wenn es einen Geist hat. Wir finden André und gehen. Ich mein, scheiß auf die Sendung. Ja, als ob man jetzt davon ausgeht, dass er da jetzt da reingegangen ist. Ich würde ihn einfach. Ja, moin. Ich will da nicht rein. Oh mein Gott, da geht der Leiter. Puh. Okay. Du zuerst. Ich zuerst? Eine nette Einstellung, wie ich die Leiter runterkomme. Nein, ich will nicht. Also, er ist auf Robi gegangen. Du zuerst. Oh mein Gott, ich will nicht umdrehen. Ja, geht der freiwillig Robi. Wieso geht's so weit, Obi? Was siehst du? Was ist? Gar nichts. Da ist er! Soll ich zugehen? Hallo? Hallo? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Muss ich da hinschauen? Ja, dann gibt's. Oh mein Gott, da ist er noch! Ja, ich glaub. Ich glaube, das sind ziemlich alle drei gestorben, oder zumindest zwei davon. Mann! Ich würde nichts behaupten, aber wenn ich jetzt in seiner Position wäre, würde ich nicht sagen, oh Mann, ich würde jetzt so schnell weglaufen, die Disketten mitnehmen nicht einmal, ich würde jetzt einfach weglaufen und das der Polizei sagen und so weiter und so fort und dass da ein ganzes Kommandoteam hergeht, aber na, was mache ich? Ich drücke jetzt am besten einen Hebel und schau nach, oder? Ich schau mal, was da passiert ist. Kann ich wenigstens den Strom anmachen? Da brauche ich ja die Diode, oder was das ist. Oder Sicherung. Ich schau mal, ob ich den Hebel drucken kann, aber eigentlich würden mich viel mehr Sachen interessieren als... Was sind die Eigentümer? Das ist schon nicht ganz in Ordnung aus, aber... Ja, ja, wahrscheinlich drucke jetzt den Hebel, dann geht jetzt einige. Ich würde jetzt noch nicht reingehen. Soll ich noch die Diode suchen? Nicht leer das die Kammer. Dieses Sichtfeld versperren? Alter, so Angst irgendwie. Da ist aber die ganze Diode. Ich will nicht. Ich glaube, wir müssen da durch, ey. Weil ich will das Haus jetzt nicht noch siebenmal anschauen. Wir werden wohl reinigen müssen. Ich will da echt nicht rein. Ich weiß nicht, ob man das merkt, aber ich will wirklich nicht rein. Hallo?
Hi. Wie geht's? Das war sicher nur ein Missverständnis. Oh mein Gott, Alter, wer ist so dumm und geht da oben? Ich will nicht mehr. Hey, ich trage. Oh ja, mein, jetzt kommen wir aufhören, oder was? Jo! Die ganze Leiter ist. Verdammt! Er liegt einfach unten, oder? Kein Problem. Der hängt auf jeden Fall nicht. Ah, hey! Cool, dass es da Licht gibt. Aha. Da ist Wasser. Wir sind da richtig unerfällig. Hey, wer geht in das Wasser rein? Wir wascheln aus den ganzen Tag da. Der verkühlt sich sicher. Oh mein Gott. Ja. Irgendwas platschelt da vorne. Platschelt da was. Ja, ich schaue einfach nicht auf dem Bildschirm, oder? Kann nichts passieren. Aber. Ja, moin. Hey, das tut nicht gut, das Spiel. Ah ja. Wieso muss ich immer die Tür aufmachen, sodass ich nicht sehe, wo sind. Da ist das Gefängnis, was wir gesehen haben. Oder so. Hey yo. War so klar. Mit. Ich weiß nicht genau, was für Spritzen oder was das ist. Ja, hallo. Hi. Mia? Da ist er drinnen. Oh mein Gott, bin ich entgegengelaufen? Ja, ich kann das nicht aufmachen. Ich weiß natürlich, übersiege ich irgendwas? Hätte ich das schon aufmachen können? Ja, mit dem kann ich es aufmachen, I guess. So, da steht drauf. Turned. Dead. Dead, turned. Dead. Das sind schon viele Leute, wenn der so viele Leute umgebracht hat. Sucht ihr die Leute? Bringt ihr daher? Legt die und bringt die um? Soll ich das aufschneiden? Ja, schneiden wir es auf. Zack! Hi! Mia, Gott sei Dank habe ich dich gefunden. Ich bin's, Ethan. Ethan? Ethan? Ist du in Ordnung? Sie lebt. Du solltest nicht hier sein. Was meinst du? Du hast mich kontaktiert. Nein, nein, hab ich nicht. Hab ich? Hat dich jemand gesehen? Hat er dich gesehen? Er? Wer ist noch hier? Yeah. Was geht hier vor sich? Daddy kommt. Wir müssen gehen. Daddy. Daddy? Wir müssen gehen, jetzt! Ich gehe mal mit. Wohin gehst du? Sie wirkt ziemlich verwirrt. Wohin führst du mich? Zu einem sicheren Ort. Wirst du mir erzählen, was hier los ist? Süße, du warst 3 Jahre weg. 3 Jahre? 3 Jahre. Wirklich schon 3 Jahre? Dafür schaut sie noch gut aus. Ja. Verhältnismäßig. Was ist das hier? Was haben sie dir getan? Nicht jetzt. Wir müssen erst hier raus. Ich glaube, es ist hier lang. Ich weiß, wo es ausgeht. Wir müssen nur die Leiter wieder aufgehen. Und nicht durch diesen komischen Laborraum. Daddy nämlich. Wir müssen reden, die Nachricht, die du mir geschickt hast. Nicht ich. Das war nicht ich. Aber das hast du. Hab ich nicht. Okay, gut. Erzähl mir nur, was hier los ist.
Ich sag dir alles, was ich weiß. Das ist verstörend. Wir müssen hier entlang. Mia, weißt du wirklich, wo du hingehst? Die Familie hat mir da Essen durchgereicht. Ich erinnere mich. Komm hier da durch. Okay. Wohin geht sie? Dort. Dort ist es. Oh mein Gott. Hier ist es. Das wird der Ausgang sein, gell? Sieht doch gemütlich aus. Ich kenne diesen Raum. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg! Okay. Wir werden eine Familie sein. Jetzt, wo du da bist. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Was macht sie? E001. Okay. Was macht sie? Ja. Wir müssen hier raus. Bleib einfach hier, okay? Ich werde mich umschauen. Okay. Hey, wir haben einen Bolzenschneider. Das ist schon mal gut. Ich bin eine Puppe. Mia? Sie ist weg. Ja, jetzt hat's der Daddy geholt, ne?